Dient ihr dem Gottkönig Abschaum? Tun wir? Diesen degenerierten Diener umbringen? Ich würde sagen, was sagen die denn? Das ist der schwarze Ring. Die wollen uns tot sehen, soweit ich weiß. Meinst du nicht, dass Sibyl ihn verarschen würde? Auf jeden Fall, also eins, ne? Ja. Ich diene den Gottkönig. I sense. Damn, to call him. Jetzt wird das wie den Test. Ich glaube, ich muss auf Verstand oder Gedächtnis gehen. Nochmal, also in dem Spiel. Achso, ich muss. Moment. Das ist nicht nur ein Let's Play, das ist ein Live-Let's Play derweilen. In dem Spiel geht es darum, dass wir auf dem Pfad der Gotterweckten laufen und mächtiger werden. Und wir sollen Gott werden. Das ist so die Bestimmung des Charakters. Das ist so der grobe Ablauf. Dann gibt es einige Hindernisse, die uns in den Weg stellen. Und die müssen wir dann entweder aus dem Weg räumen oder mit denen verhandeln oder wie auch immer. Und jetzt muss ich denen erstmal verhandeln, dass ich kein Lügner bin. Das ist nämlich die... Gott sozusagen, ne? Wie bitte? Das ist ja... der Schwarze Ring ist ja... praktisch eine Sekte, die dem einen Gott dient, und die anderen Götter sind sozusagen die etablierten, die von den Völkern angebeten werden. Und die sind halt mit dem im Krieg und sind dabei zu verlieren, und wir sind halt von denen auf den Pfad halt gebracht worden und sollen dann halt die ersetzen. Genau. Wir sind auf einem guten Weg dahin. So, er spürt eine Lüge. Wenn ich jetzt scheide, aber ich werde nicht scheiden, weil ich eine relativ hohe Überredungskunst habe, dann hätten wir einen Kampf vor uns. Mal gucken. Wie hätte ich denn durch das Land des Schwarzen Rings hätte kommen sollen, wenn ich nicht dem König dienen würde? So, you speak the truth. You pass. The sallow man will want to speak with you, to tell you how to serve. Take this. Wie hat man das synchronisiert? Aber die Sprecher sind gut. He hands you a mirror of the blackest glass. Übrigens, ich habe seit dem Besuch mit dem Altar gerade eben eine permanente Reflexion gerade auf mir. Glaube ich. Die ist auf jeden Fall dauerhaft, die scheint nicht wegzugehen. Er hat mir einen Spiegel aus schwarzem Glas gegeben. Wir stecken hier ein. The sallow man would speak with you. Look into the mirror. Ja, gut. Look into the mirror. War das nicht ein Lied? Von Michael Jackson oder so? Gut. Wir schauen rein. The glass is black at first, but then a sickly haze begins to form, like sand upon a pond. The haze shimmers and becomes a face. A one-faced man, perhaps, looking straight at you. The sallow man. You feel his hate, his avarice, his thirst for blood. God-woken blood. He does not speak, and yet he asks you who you are. You know the wrong answer will send him into a ferocious rage. Also, du fühlst seinen Hass, seine Gier nach Blatt. Das habe ich bei Vampire gestern gehört, die ganze Zeit. Wir konzentrieren uns, den Willen auf den Spiegel zu richten. Der bleiche Mann wird sehen, was er zu sehen wünscht. Wir sind gut. It works. And instantly you know what the sallow man wants. Alexander's head, cut from his body and brought to his cave. And you know too what he's offering. Whatever you desire yourself to be, a new you, better than before, all your flaws gone forever. Sallow turns away. You're done.
What did Sallow say? Was wollte ich das ihm sagen? Ich glaube, auf jeden Fall interessant. Also Alexander will ich nicht, ich weiß nicht, kennen wir den Alexander? Das ist der praktisch der Avatar der Götter auf der Welt. So eine Art Papst, nur mit Superkräften oder so. Okay. Also würde ich sagen, den sollten wir nicht in den Rücken fallen. Der könnte uns hinterher von Nutzen sein, der Alexander. Deswegen würde ich sagen, eins. Der bleiche Mann hat gesagt, du solltest ein Bad nehmen. What did he really say? Können die einfach fortgehen? Was ist denn mit deiner Zunge los? He opens his mouth in a sloppy grin and pokes his tongue through rotten teeth. But his tongue is not a tongue, it's the head of a snake. Its own forked tongue flickers with a puff of black smoke and it winks at you. Das mal als Klingelton einsetzen. Wir haben die falschen Pilze gegessen, was geht hier ab? Ich glaube, ich muss Ihnen so langsam das sagen, ne? Naja. Der bleiche Mann hat mich, ja gut, hat mich geschickt, um Alexander zu töten. That's our task. We would take the Elven Temple as soon as we could pass the Shriekers. You steal our service. Ja, wir danken Kreischer. Danke für die Warnung. You'll die there like the others, and in dying you'll serve the king. Perhaps we'll follow on your coattails, and we shall have the reward for Alexander's head. Zwei Tagebucheinträge. Der bleiche Mann will, dass wir ihm den Kopf von Bischof Alexander bringen. Ihm in sein Versteck in einer Höhle am Fuß des Bergs können wir ihm von unserem Erfolg berichten. Der bleiche Mann wird uns sagen, wie wir in die Akademie gelangen können. Der nächste Schritt auf dem Weg zur Quelle des Aufstiegs. Aber im Gegenzug möchte er, dass wir den Kopf von Alexander bringen. Ich bin dafür, wir gehen einfach dorthin und bringen den bleichen Mann selbst um. Was meinst du? Fuß des Berges. Warte mal, die wollen mir dann reden. Hier. You frown with surprise. Alexander vanished along with all the others when the Lady Vengeance breached the Hall of Echoes. You assumed he was dead. Ja, wir sind nicht so gut auf ihn zu sprechen, glaube ich, ne? Denke ich mal nicht. Und wie hat er eigentlich überlebt? Er ist noch am Leben, aber komisch. His black heart is still beating. Perhaps we should see it removed. I am doing quite well without mine. Er hat wohl mehr Leben als eine Katze. Mal sehen, ob er sich auch wie eine benimmt, wenn man ihn in die Enge treibt. I've got questions for him. And he'd better have answers. Or his second death will be even more painful than the first. Right. If he still thinks he's the one that will replace Daddy Dearest, he's in for a surprise. Ist aber lang gebraucht, um auf weiter zu klicken. Ja, ich kann das nicht. Ja. Und dann muss ich halt warten, um sicher zu gehen, dass du es auch wirklich alles gehört hast. Ich höre es auf Englisch. Warte mal, wo ist der Berg? Vielleicht oben an der Küste? 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7. Uns fehlen theoretisch noch 2. Ja, eine Küsse könnte es tatsächlich sein. Uns fehlen tatsächlich noch 2 Tempel, meine ich. I'm preparing my soul in case I fall. Stay by me. So, wir gehen hier runter. Oh, Alter. Ich dachte gerade, hier wären Kreischer. Aber die haben sich schon losgemacht. Wer ist denn hier gestorben? Niemand. Oh, Gold. These look curiously familiar. Ein Automat? Ganz schön groß. Und da ist ein Xanthesa-Ritter. Ein Kobold. Ich könnte mir vorstellen, dass Lose, glaube ich, dann der Charakter wäre, der die Kobold-Göttin anbetet. Hm. Weil alle anderen, wir haben keinen Kobold sonst gehabt. Oh, lucky find. Wer ist jetzt hier der Ingenieurskunst? Zum Lesen. Von Betty Krumm. Ah, das haben wir doch schon gehabt. Ja. Ja. Ich rede mal mit dem Kobold hier. The ghost stares right through you, a horrified look upon her face. They took the realm. They took it all. But they don't know what it is. They don't know what they have. Meinst du die Taschenwelt? Ich habe davon gehört, aber nichts dran geglaubt. Hope flashes in her eyes, as she tries to focus upon you. Those black ring dogs. They took the universe, but they don't know what it is. I pray they do not think to try to use it. She turns away. Okay. Spiel nicht mit dem Warp-Can. Das ist eine Lampe. Ich komme nicht hinterher, weil das Spiel die ganze Zeit den Fokus verliert. So. Ich hätte auch ein bisschen Respekt vor den Kreischen eventuell. Oh, ein Hauptmann des Schwarzen Rings. Ich glaube, ich gehe mal wieder vor. Ich bin ja am besten im Überreden hier. Schon the other one, a weeping socket, surrounded by recent burn wounds. Ouch. You're no one of mine. You're not from headquarters either. Explain yourself, or I'll open you up and rip out an answer myself. His blade is inching out of its scabbard, even as he speaks. Hmm. Ich stelle keine Gefahr dar, im Gegenteil. The sword slides clear of its scabbard and its tip is leveled at your throat. I didn't ask if you were a threat. I told you to explain yourself. Geh mir aus dem Weg. Ich bin genau da, wo ich sein soll. Du bist einfach nicht wichtig genug, um darüber informiert zu sein. Was? Scheiße. Okay, stirb. Intruder! Stirb ist die richtige Einstellung. Ich hätte es doch mit der anderen Sache probieren sollen. Also einfach die Lüge von gerade eben weiterspinnen. Oh, von hinten kommen auch noch 2. Wahrscheinlich. Ja, jetzt sind die auch im Kampf mit toll. Na, du kannst dich ja. Wir teilen auf. Also, du schickst, glaube ich, am besten Eva nach vorne zu dem Hauptmann. Fane übernimmt die Rückendeckung. Mhm. Und Ivan kriegt Rückendeckung oder Deckung von dem Monsterviech, was ich gleich herbeizauber. Ja. Oder willst du Gift? Ist egal. Ich glaube, ich könnte auch sonst, dann kannst du sonst Fane da vorschicken. Dann schicke ich das Giftviech nach vorne. Dann kann Fane sich nebenbei heilen. Naja, das ist eine gute Kombo.